So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Heute suchen wir uns die verbleibenden Herzteile zusammen und ich schau mal eben, wie viele uns noch fehlen. Uns fehlen anscheinend noch 5 Stück. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wo sich 2 von denen, glaube ich, befinden. Bei 3 habe ich eine Vermutung, bei ein paar von denen weiß ich es nicht weiter. 3 Stück habe ich, wie gesagt, fix. Eine finden wir hier auf der, wie hieß die Insel? Auf der Nadelfelsinsel, nämlich da ganz oben. Da müssen wir den Schalter aktivieren. Dann gibt es noch eine bei dem Flug-Minispiel mit dem Vogelmann-Dingenskirchen, was wir in der letzten Episode schon mal angeschnitten haben, was ich aber leider nicht geschafft habe. Und eins gibt es noch mit den verdorrten tantopischen Pflanzen, die wir dann bewässern müssen. Das werden wir heute auch in Angriff nehmen. Aber bei 2 anderen habe ich keinen blassen Schimmer, wo sie sich befinden. Und da seid ihr wieder gefragt, Leute, wenn ihr eine Ahnung habt, wo ich die finde, sagt auf jeden Fall fix Bescheid. Ich werde jetzt aber erstmal versuchen, das hier zu machen. Das Herz halt überhaupt mal zu bekommen. Dafür müssen wir jetzt eine Putt-Putt-Frucht aufsetzen. Zack. Und als Möwe dann dort oben den Schalter aktivieren. Das Problem ist halt, wie gesagt, als Möwe ist halt mal recht schwierig hier. Vor allen Dingen habe ich keine Ahnung, wie wir jetzt hier hochsteigen müssen. Und wir werden zwischendurch auch noch angegriffen von den Geiern und weiß der Teufel was. Also, das ist auf jeden Fall schon dangerous, ne? Ich darf jetzt auch nicht zu Wow, 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 wow. Da sind auf jeden Fall jetzt ziemlich viele von denen. So, ich muss versuchen, die so zu outplayen. Wisst ihr, so wie bei Pokémon und... Ah! Ich weiß nicht, hat es geklappt? Ich glaube nicht, Sturzflug. Nee, leider nicht geschafft. Oh, Jesus Christ, das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Ah! Okay, Schalter aktiviert, Fragezeichen. Yes, Schalter ist aktiviert. Feuer, Licht damit und... Wir können uns jetzt erstmal wieder zu Link porten. Und die Truhe öffnen. Und damit sollten wir jetzt ein weiteres Herzteil bekommen. Und das war, Leute, oder das ist jetzt insgesamt für uns Herzcontainer Nummer 19. Ja. Wir können jetzt Herzcontainer Nummer 20 in Angriff nehmen. Werden wir auch in Angriff nehmen. Das Problem ist aber, wie gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer, was wir dafür eigentlich tun müssen. Jedenfalls für 2 von denen. Ich glaube, bei dem einen habe ich... Ja, ich habe eigentlich Vermutungen. Ja, aber mehr kann ich da eigentlich auch nicht wirklich tun. Meine Schatzkarten haben wir alle eigentlich so gut wie beendet. Was heißt so gut wie beendet? Wir haben eigentlich alle Schatzkarten beendet, aber... Naja. Ich werde also auf jeden Fall erstmal die tantopische Sidequest erledigen. Dafür müssen wir nach Tantopia und uns dort Wasser besorgen. Und zwar tantopisches Wasser. Und damit werden wir dann die Pflanzen gießen. So. Ich habe nämlich jetzt hier auch eine schöne Liste parat, wo sich die alle befinden. Und es gibt sogar eine optimale Reiseroute. Und die werde ich dann natürlich auch dann irgendwie auf... Ich brauche einfach tantopisches Wasser. Das Problem ist, wo kriege ich dieses tantopische Wasser her? Ist das denn dann hier drinnen? Oder wie sieht's aus? Keine Ahnung. Oder ist es das Wasser einfach beim Wasserfall? Also das da? Ich habe keine Ahnung. Wo befindet sich das tantopische Wasser? Das ist etwas, was ich mich jetzt gerade frage. Ganz nebenbei kam jetzt des Längeren mal kein Zelda, Leute. Einfach aus zeitlichen Gründen. Und vor allen Dingen, ihr habt heute natürlich alle wahrscheinlich den Pokémon-Hype mitbekommen. Und ich war auch heute wieder kurz am Überlegen. Ja, Pokémon-Hype, ne? Und ich bin morgen auch wieder unterwegs, ne? Also, keine Ahnung. Mal gucken. Weil ich, vielleicht sage ich morgen ab, wobei ich eigentlich auf jeden Fall vorhatte, dorthin zu gehen. Sagen kann ich jetzt schlecht. Ich bin auf jeden Fall morgen. Ich muss nämlich nach Koblenz müssen. Und das ist halt 1,5 Stunden entfernt. Bahnfahrt, Zugfahrt, Verzeihung. Deswegen... Ah, Quatsch. Ich werde das auf jeden Fall machen. So, wo ist denn jetzt das tantopische Wasser? Ist das hier? Das müsste hier sein, ne? Zack. Keine Ahnung, wo ich dieses tantopische Wasser herbekomme. Ist das jetzt tantopisches Wasser? Probieren wir es mal aus. Ist das tantopisches Wasser? Du hast Wasser in die Flasche gefüllt. Das ist aber nicht tantopisches Wasser. Also direkt nochmal versuchen. Ist das hier vielleicht tantopisches Wasser? Erstmal schütteln wir das aus. Naja, ist das tantopisches Wasser? Ja, du hast das tantopisches Wasser. Okay, aber es wirkt halt nur 30 Minuten. Das heißt für uns, also wir sollten uns jetzt hier beeilen. Was steht da? Du führst bereits tantopisches Wasser in einer anderen Flasche mit dir. Und das heißt? What? Heißt das, ich muss jedes Mal hier hinten, hierhin zurück? Nach jeder benutzten Flasche? Das wäre ja extrem lächerlich. Vor allem unnötig. Naja.
Gucken wir mal. Ja, das Wasser. Verzeihung. Verliert in der Tat jetzt gerade sogar wirklich seine Wirkung. Schade. Also, das erste, wo wir uns hinbegeben müssen, ist das Plateauklippen. Oder die Plateauklippeninsel. Das ist bei G6. Sieht direkt hier links, ne? Kann das sein? Also, wir müssen uns hier gar nicht porten. Passt doch. Also ab in die Richtung. Ist das die Plateauklippeninsel? Flugfelsinsel. G6, wo ist denn? Hä? Nochmal. Ich bin verwirrt. Mit dem Kanon des Sturms über das südliche Feenkoordinat nach Westen zur. Leute, Moment, ich bin gerade echt verwirrt. Aha. Ich kann nur eine mit mir führen, das ist ärgerlich. Wo ist denn jetzt bitte schön die Insel, die ich suche? Wo ist die Insel, die ich suche? Ich bin gerade voll verwirrt. Plateauklippeninsel? Das ist doch hier. Warte. Ja, doch, ist hier. Zähl ich da. Das ist doch, ja, das ist das, wo wir, glaube ich, auch in der letzten Episode waren. Okay, das kann was werden, Leute, das kann was werden. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, das dauert nicht so lange. Weil ich das, aber ich muss ja anscheinend jetzt das öfter mal hier hin. Ah, das ist blöd. Dass ich jetzt hier nur eine Flasche mit mir führen darf. Dafür muss ich alle Achtern. Naja, wie man es nimmt. Ich bin da, wie man gerade wahrscheinlich auch merkt, nicht so begeistert von. Weil ich da einfach keinen Nutzen erkenne, ja? Egal. Kriegen wir hin. Das ist ein tropisches Wasser, das wird hier frisch bleiben. Okay. Können wir ignorieren? Können wir alles ignorieren? Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Das war nochmal das, was wir brauchen. 20 hier, ne? Der hier ist der Teleporter. Sieht der gewesen sein. Ja, genau, perfekt. Und zack, ab nach oben. Und jetzt geht's dann nach hier hin, zack, und hier jumpen wir halt mit dem Blatt nach oben. Und dann sind wir bei dem verdorrten. Ich hab mich verdrückt. Ah! Oh Gott. Aber ich frage mich gerade echt, welche zwei Herzteile ich jetzt nicht im Kopf habe. Eins kriegt man mit dem Vogelmann rennen, aber wo sind die zwei anderen Leute? Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, Leute, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, weil ich bin da gerade seriously ein klein wenig überfragt, wenn ich das mal so sagen darf. So, das ist der Baum. Muss ich das jetzt einfach draufschütteln? Ich glaube schon. Und der wird jetzt einfach groß, ne? Oder der wächst überhaupt. Oder der lebt. Ja, der lebt, ne? Ich danke dir, werter Freund. Es gibt noch 7 Freunde in Not. Wenn du alle ihre Bäume mit diesem Wasser beträufelst, kannst du sicherlich vor dem Verdauen bewahren. Okay. Ach so! Ich habe ja doch Zeitnot. Das antropische Wasser hält an, bis ich alle drei gewässert habe. Okay, weiter geht's. Okay, Kanon des Sturms. I got it, Leute. I got it. Ich habe nichts gesagt. So, jetzt müssen wir ins südliche Feenkoordinal. Zack. Von dort aus zur Haifischinsel auf C6, sprich einmal nach Westen. Ah, ich dachte, ich muss jetzt nochmal zurück zu dem Ort und dort nochmal das Wasser nachfüllen. Aber so ergibt das natürlich alles jetzt nochmal. Auch wenn nicht ganz. Aber trotzdem noch einen Sinn. Das ist super. So, von hier aus surfen wir auf jeden Fall in die Richtung. Nach Westen. Und dann schaffen wir das. Dann kriegen das hin. Was geregelt. Okay. Ich bin hier aber schon richtig, oder? Ja, ich müsste hier auf jeden Fall richtig sein. Da, ne? Ja, auf jeden Fall hier. Die Haifischinsel. Ah, Moment. Das ist die Insel, auf der ich noch diesen Schalter auslösen muss. Hier könnte sich auch etwas befinden. Also ich werde mir diese Insel hier auf jeden Fall nochmal merken. Aber hier findet sich auch nochmal einer der Bros, der unsere Hilfe braucht. Da haben wir ihn.
So, zack. Hier. Los, lebe! Lebe! Ey, du darfst nicht das Leben verlieren, mein Freund. Okay. Ich versuche jetzt nochmal irgendwie hinzukriegen. Moment. Hier nochmal schön Krankenwagen-Action, Leute, aber so professionell wie ich bin, ja, vergessen wir das einfach mal. Hammer. Stiefel. Ich glaube, das sollte so reichen. Wir gehen jetzt erstmal in die Stiefel. Zack. Danach ziehen wir durch. Zack, zack. Zack, zack, zack. Hier packe ich den Hammer aus. Zack, von hier aus geht's hier hoch. Einmal den Schalter aktivieren. Hier geht's hoch und dann machen wir nochmal den hier. Geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier geschafft habe, aber irgendwas habe ich geschafft. Das befindet sich ja hier. Weiß gar nicht, ob ich mir das erlauben kann. Ah, doch. Ihr könnt es nämlich tatsächlich auch nochmal ein Herzteil geben. Also mache ich das nochmal fix. Ich versuche das fix zu erledigen. Okay. Komm, komm, kommt nur her. Kommt nur her. Ich klatsche euch alle. Solange es keine Zauberer sind, seid ihr keine Gegner für mich. Weil diese Gegner wanted Knockouts, ne? Ich bitte euch. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Ah, das ist eine der Größen. Okay. Die Großen natürlich nicht so. Sehe ich nicht so gerne. Könnt ihr also trotzdem nochmal ein bisschen tougher werden. So dass ich hier doch nochmal ein bisschen länger brauche. Ah, aber ich werde hier sicherlich keine 20 Minuten brauchen, oder? Aber ich mach's aber jetzt hier auch spannend, ne? Okay. Okay. Ja, ist egal. Ich meine, es ist gerade Button Smashing, ich weiß. Es gibt mich aber gerade nicht die Bonus. Ich will nur wissen, was es hier drin gibt. Und ob sich das lohnt, das hier überhaupt zu tun. Aber der hat seinen eigenen Kollegen besiegt. So, misst es ab. Rückenbesetzung ist auch weg. Und come on, come on. So, machen wir den kaputt. Oh, shit. Das war's mit deiner Rüstung, okay. Ja, es ist gerade wirklich nur Button-Bashing, ich weiß, aber. Wer will denn bei sowas die Übersicht bewahren? Ich bitte euch. Oh, das war's jetzt aber, ne? Oh Gott. Habe ich nicht gesagt, keine Zauberer? Und was taucht dann hier auf? Ein Zauberer. Scheiß Zauberer, ey. Aber solange ich die mit meinem Schwert rankomme, ist alles okay. Okay, noch einer? Wo bist du? Wo bist du? Zack, hau rein. Noch mehr Gegner? Das war's? Ah, da ist einer. Das weiß ich auch für den. Zack. Alter, das nimmt ja kein Ende. Das geht aber ein Herz. Das muss mich doch jetzt irgendwie fürstlich entlohnen. Schwarzer Ritter. Gott. Shit, drei Stück von denen naheinander. Ich muss natürlich erstmal immer die Rüstung von denen weg. Oh, Mann! Das tantopische Wasser wirkt zum Glück noch eine Weile. Das ist super. Ah, ich mache jetzt den kaputt. Ich mir auf den Sack. Hau rein. Dann haben wir noch die in der schwarzen Rüstung. Die sind halt wie gesagt ein bisschen tougher. Jetzt geht die Rüstung von dem ab. Der ist auch tot. Komm, komm, komm. Trau dich. Kopf ist ab und dann BAM! Der ist auch nochmal drauf. Hau rein. Ich glaube, wenn wir den besiegt haben, dann war es das jetzt auch. Ich meine, drei von denen ist Maximum und... Was ist da jetzt drin? Herzteil. Das muss doch ein Herzteil sein, oder? Komm. Entlohn mich! Fürstlich! Komm! Irgendwas Gutes!
Silberrubin? Was? Silberrubin? Dafür habe ich mir all diese schöne Mühe gemacht. Unglaublich. Naja, vergessen wir das. Okay. Ist da oben noch irgendwas? Oben sind Rubine, aber ich glaube, die Rubine, die brauche ich nicht wirklich. Also vergessen wir es jetzt erstmal. Wir ziehen weiter auf unserer Route. Wir ziehen auf unserer Route weiter nach Ichtusk. Ja, wir müssen nach Ichtusk. Ah, ich dachte, das wäre so eine Vermutung gewesen, wo es eventuell noch eine gibt, aber leider nicht. Ärgerlich. Mann! Wo kriege ich denn jetzt die zwei letzten Herzteile? Leute, dann brauche ich eure Hilfe. Weil ich habe keine Ahnung mehr. Es ist kreuz und quer. Ich kann das natürlich jetzt alles absuchen, aber so wirklich absuchen will ich das jetzt eigentlich nicht. Einfach auch, weil, naja, es nimmt Zeit in Anspruch und, naja, ich will eigentlich nicht so viel Zeit da rein investieren. You know what I mean, right? You know what I mean. Also wir essen das jetzt auch nochmal. Wir machen jetzt heute vielleicht noch das Vogelmann-Rennen danach. Dann war es das heute auch schon wieder. Weil, was sollen wir denn groß noch mehr machen? Aber sonderlich viel fehlt ja sowieso nicht mehr, wie gesagt. Ich werde natürlich noch die Dinge zusammenschneiden. Die Rubin-Schätze. Irgendwie. Das werde ich wahrscheinlich dann zur Folge danach machen, nachdem wir alle Herzteile haben. Vor den Triforce-Splittern dann aber auf jeden Fall noch. Mal gucken. Jetzt müssen wir mal zur Nadelfelsinsel nach A5. Die ist hier, ne? Ja, da war nämlich auch noch einer der Kleinen. Haben wir ja heute zu Anfang der Episode auch gesehen, dass da noch einer ist. Zu dem fahren wir jetzt auch. So, das ist diese Insel da mit dem Turm. Drei haben wir. Fünf fehlen noch. Und dann haben wir auch erstmal unsere Ruhe. Mehr oder weniger. Ah, welche fehlen denn noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe hier nämlich auch noch so eine Liste von allen Herzteilen, aber ich habe halt so, es gibt so viele in diesem Zelda-Spiel. Ich weiß nicht, welche wir jetzt schon haben und welche nicht. Schwer sich daran zu erinnern, um ehrlich zu sein. Ich meine, die haben wir jetzt hier aus der Nadelfelsen, das weiß ich. Noch einige da, wo wir auch nochmal ein paar Dinge erledigen müssen. Zum Beispiel so Kanonen, diese Wachkanonen da töten. Oder besiegen. Aber. Ha, einige von denen haben wir auch schon gemacht. Deswegen bin ich mir da nicht sicher. Ha, ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Und da brauche ich jetzt gerade eure Hilfe, Leute. Irgendeiner von euch weiß bestimmt, welches Herzteil ich noch nicht bekommen habe. Welche zwei Herzteile ich noch nicht habe. So. Okay. Wie geht's denn jetzt hier erstmal weiter? Wir haben jetzt nur vier. Wir müssen jetzt den Kanon des Sturms zum Turm der Götter. Dann nach Süden zur Insel Niemandsland. So. Turm der Götter. Und danach suchen wir die Splitter zusammen und das war's, ne? Danach können wir dann schon zum Finale des Spiels. So schnell geht's. Ich hätte nicht gedacht, dass wir wahrscheinlich unter 50 Parts brauchen. Dafür waren jetzt auch einige Parts in Überlänge dabei, ich weiß, aber trotzdem, das ist immer noch eine ziemlich gute Zeit, glaube ich. So, von hier aus geht's jetzt nach Süden. Nach E5. Zack. Das war in die Richtung, ne? Genau. Fehlt da noch irgendwas? Let me see. Ich glaube nicht. Driver später fehlen noch und dann. Regisland heißt das hier. Warum heißt es Regisland? Ach so, jetzt weiß ich, warum das Regisland heißt. Ist ja jetzt mein Land, ne? Nicht mehr Niemandsland, sondern mein Land. Ich habe doch die Karte bekommen. Oder das Grundstück anwählen. Deswegen heißt es Regisland und nicht so. Regisland? Hä? What? Ich bin verwirrt. Ja, jetzt weiß ich, warum das so heißt. Ist ja jetzt auch mein Anwesen, ne? GG, well played. Well played. So.
Das hätten, dann hätten wir da auch nochmal 5. In der GameCube-Version hatte man hier nur 20 Minuten für Zeit. Jetzt habe ich da ein bisschen mehr für Zeit. Sprich 30. Aber in 20 Minuten, ich merke schon, wäre das natürlich auch schon möglich gewesen. So, Bäumchen Nummer 5 lebt jetzt auch wieder. Perfekt. Heißt, es fehlen noch 3. Mhm. Das passt. Das passt. Oh. Wo ist denn jetzt Nummer 6? Über den Turm der Götter noch 19. Wait, what? Soll ich jetzt nochmal mit den Kanon des Sturms zum... Nein, nein, das mache ich aber nicht. Ich meine, es wäre wahrscheinlich 4, vielleicht 5, vielleicht 10 Sekunden schneller, wenn ich mich jetzt noch mit den Kanon des Sturms zum Turm der Götter begebe. Aber ich kann auch... Nee, 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 so machen wir das nicht. Ich muss mich jetzt nämlich zum östlichen Feenkardinal nach E3 begeben. Hier befindet sich eine über dem Turm der Götter. Das heißt, wir müssen eigentlich nur 2 Felder nach oben. Aber ich könnte, würde mich jetzt mit dem Song, also mit dem Sturm des, wie hieß er nochmal? Mit dem Kanon des Sturms, würde ich mich einfach nur hierhin begeben und dann von hier aus nach Norden weiterfahren. Pff, nee, nee, das machen wir nicht. Das ist mir dann doch schon ein bisschen zu lächerlich, wenn ich dafür den Kanon des Sturms benutze. Wait, wait, wait. Zack, hier nochmal die Kiste bergen. Oh Gott. Ich meine, wenn das schon auf dem Weg liegt, warum nicht? Muss ich den nicht später einsammeln? Ist ja auch was. So. Wie gesagt, was werden das sein? Oh, oh, ein Schatz, ein Schatz. Och, krass, 200 Rubine. Das hätte ich so, als ob ich genug von denen habe. Ja, früher habe ich ein paar von denen gebaut, aber mittlerweile 200 Rubine. Easy Peanuts. Easy going. Egal. Aus dem Feenkardinal. Was ist denn jetzt das Feenkardinal? Da, sie ist. So, dann geht's zur Mutter- und Kindinsel. Und dann noch zum Eiland des Sternstaubs. Und danach haben wir tatsächlich alle bewässert. Hätte ich nicht gedacht, Leute. Das geht ja doch relativ zügig. Aber dann müssen wir immer noch dieses Minispiel da machen, ne? Mit dem Vogel. Vogelmann, wo wir hier Vogelmann spielen. Das ist. Okay. Hey, da ist auch noch ein Schatz. Ich meine, wenn ich schon mal hier bin, warum nicht? Oder? Ja, ja, wenn ich schon mal hier bin. Muss ich das später nicht machen. Wait, wait, wait. Ah, ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit. Das ist super. Perfekt. Huh. Haben wir einen weiteren Schatz einfach mal eben so aus unserem Gedächtnis gestrichen. Aber das lässt mir gerade keine Ruhe, Leute. Das lässt mir gerade einfach keine Ruhe. Welche 2 verdammten Herzteile fehlen noch? Ich bin verwirrt. So. Ich meine, es gibt noch immer noch einen Präludien, den großen Stein, den müssen wir auch noch beseitigen. Aber dort befindet sich laut meiner Liste anscheinend kein Herzteil mehr. Zumindest nicht mehr in der Wii U-Version, deswegen auch immer, aber gut. Dafür ist das Herzteil dann wahrscheinlich woanders, und zwar bei Karte 46 offenbar gewesen, aber naja, trotzdem. Jetzt geht's zur Mutter- und Kindinsel. Aber wir können uns da natürlich nicht direkt hinporten, weil ansonsten landen wir bei der Feenkönigin und das wollen wir nicht. Das ist erstmal zur Tingelsinsel. Weil sich die dieser tantopische Baum, der befindet sich dort links daneben. Ja, auf der kleineren Insel. Nicht direkt zentral in der Mutter- und Kindinsel, sondern daneben. Also wir lassen uns jetzt hier erstmal ein bisschen Zeit. Okay. Also. Der Kindinsel war auch da in der Richtung. Wirklich schon, ignorieren wir jetzt mal. Den Haifisch auch. Und wir haben noch wie viel Zeit? 5 Minuten. Pff, easy. Kriegen wir hin. Am Ende nochmal zum Eiland des Sternstaubs. Ja, das ist easy. Er befindet sich direkt über der Mutter- und Kindinsel. Da müssen wir uns nicht mal mit dem Kanon des Sturms hinporten. Das geht natürlich auch nicht. Wir fahren einfach mit unserem Schiff hin. Ach ja. Ich hätte echt gedacht, diese Quest, die wird noch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber das ging dann doch gegen Ende relativ zügig, ne? So, das heißt, wir machen jetzt noch dieses kleine Vogelmann-Minispiel. Und dann war es auch schon mit dem Part für heute. Da muss ich nämlich noch schauen, wo ich die letzten beiden Herzteile kriege. Dann sind wir eventuell sogar schon fast durch mit dem Spiel. Letzte beiden Herzteile. Ich gehe da nochmal in diese komische... oder unter diesen dicken Steinen Präludien, versucht das nochmal zu tun und das nochmal zu erledigen.
Und dann sammeln wir die Triforce-Splitter und dann geht es zum finalen Kampf, glaube ich. Das heißt also, Leute, uns wird noch so einiges erwarten in diesem Game. So. Pflanze Nummer 7 ist gewässert. Und nun holen wir uns unseren Pflanzenbro Nummer 8. Und der ist auf dem Island des Sternstaubs. Haben wir, glaube ich, irgendwann mal zwischendurch. Mal kurz bevor wir das zweite Mal auf der verwunschten. Ja, doch, auf der verwunschten Bastion waren, waren wir dort. Aber, ja, das war's dann auch. Sonderlich viele haben wir da nicht gemacht. Ach, dieser letzte Herzcontainer, den will ich auf jeden Fall noch voll machen, Mann. Das kann doch nicht sein. Das ist jetzt nochmal an zwei Herzteilen scheitert. Verzeihung. Schluck auf nie gut. Schluck auf nixi guti. So, müssen sich dort hinten finden. Oder? Sehen meine Augen alles gut? Ja, ja. Ei. Nice Dodge, man. Nice Dodge. So, und da ist natürlich noch ein Schatz, den wollen wir auch nochmal haben. Easy going, da kriege ich hin. So. Schatz bergen? Jawohl. Das heißt, wir haben sogar heute nochmal drei Rubinschätze gefunden, während wir diese Quest hier gemacht haben. Ist ja auch ein Kinderspiel eigentlich. Du. Und du hast einen silbernen Rubin gefunden. Perfekt. Silberne Rubine immer gut. Silberne Rubine immer guti. Immer guti, guti, guti. So. Also, was fehlt denn jetzt noch? Nicht mehr so viel, ne? Ist der letzte jetzt hier, oder? Wo befindet er sich? Hier zentral. Perfekt. Guck mal hier, Bro. Auch du wirst wie deine anderen 7 Kameraden jetzt schön bewässert mit tantopischem Wasser. Und... Tada! Was passiert jetzt mit dem? Der wird groß. Cool! Und droppt ein Herzteil. Tja, da freue ich mich, ne? Da freue ich mich richtig. Das ist jetzt nämlich Herzteil Nummer, ich glaube, 45, wenn ich mich nicht irre. Und es fehlen noch 3 Herzteile. Ja, von 2 wissen wir, wo die sich befinden. Beim Rest leider nicht. Ich wollte auch nochmal hier ein bisschen Magie. So eine Magieaufzeige auffüllen. Perfekt. Und ich werde mich auch nochmal jetzt nach Präludien begeben. Zack. Also Kanon des Sturms. Wenn es nämlich geht, heute auch noch ein weiteres Herzteil bekommen. Wenn wir das dann haben, Leute. Wenn wir das dann haben, fehlen uns auch 2 Herzteile, von denen ich keinen Waffenschimmer habe, wo sie sich befinden. Ich meine, ich habe eine Liste von denen, ja, wo die sich befinden könnten. Das war's. Das war's dann auch. Moment, wir gerade den Winter zum Lockdown angekündigt. Oh! Oh, es gibt einen, den nur in Wind Waker. Wird? Ich bin verwirrt. Egal, Leute. Kriegen wir auf jeden Fall noch irgendwie hin. Ihr müsst mir da definitiv nochmal behilflich sein. Sonst muss ich mich da mal offscreen beschäftigen, wenn ihr mir nicht helft. Okay. Also, ich wollte mir nochmal ein bisschen was von Omas Suppe holen. Na, Omis Suppe! Vor dem Endkampf wollte ich mich sowieso mal komplett mit Omis Suppe eindecken. Und Omi ist hier drin, ne? Omi haben wir geholfen. Omi Suppe ist immer gut. Und die können wir benutzen, um Magie zu refreshen. Muss ich diese Tränke verschwenden. Aber Omi will jetzt kein Geld für, ne? Ist ja ein bisschen krass. Also, Omi! Ich brauche mal bitte deinen Trank. Ja, bitte. Voll cool. Omi Suppe bekommen. Okay, das passt sogar. 3 für 2 Portionen. Kann ich da noch was von haben? Ah, eine leere Flasche. Das heißt, wir kippen mal das hier raus. Wie er guckt. Trinkst du nicht gerne. Oh, guck mal, ich habe eine leere Flasche, Omi. Aber, ach so, ich kann nur einmal die Suppe haben. Das ist okay. Das ist okay. Ich meine, das wäre ja auch dann ein bisschen zu einfach, wenn du da mit 4 Portionen Omas Suppe rumlaufen könntest. Ah gut. Das heißt, wir haben jetzt 2 Versuche mehr oder weniger. Um das nächste Herzteil zu bekommen. Ihr müsst mir vertrauen. Ich brauche eure Kraft. Hände in die Himmel, ja? Gebt mir eure Kraft. Genki Dama. Wir machen jetzt eine Banger Dama machen wir, ja? Eine Banger Dama. Hände in den Himmel. Zack. Ich brauche eure Kraft. Okay. Ich überlege gerade.
Was war mein Fehler beim letzten Mal? Ich habe es ja schon in der letzten Episode versucht, aber ich weiß nicht mehr so genau, was mein Fehler war. Hatte ich überhaupt einen Fehler drin? Ich glaube schon. Ich glaube, ich muss da wirklich straight die ganze Zeit geradeaus. Und ich muss halt die Sturmböen die ganze Zeit mitnehmen. Ich meine, ich war bei knapp 240, Rekord liegt bei 257, meine ich. Das heißt, wir waren relativ nah dran. Also, jetzt nochmal Fokus, Konzentration. Ich schaffe das. Ich schaffe alles, wenn ich will, ja? Herr Banger schafft alles, wenn er will. So, da ist die Flugbahn. Und ich will das Herz jetzt haben. Ich will das Herz haben. Ich will das Herz haben. So, ich werfe nochmal einen Blick auf die Karte. Wir haben ja auch noch diese Herzteilkarte bekommen, aber so wirklich, was bringt die ja auch nicht? Diese Herzteilkarte, oder? Wenn ja zumindest eingezeichnet wird, was wir schon gefunden haben und was nicht, dann wäre die super, aber sonst. So, Meeresherzenkarte. Nee, das wird nicht eingezeichnet, was wir gefunden haben und was nicht. Zeigt halt an, wo was ist. Schön und gut, aber das war's. Naja, let's go. 239, das heißt, wir waren 18 Meter vor dem Rekord. 18 Meter, Leute, das ist nichts, das ist wirklich nichts. Wir schaffen das. Hä, war doch richtig. Ah ne, das war falsch. Ups, ich habe den Kanal des Sturms eingeleitet. Konzentration. Ein bisschen in die Richtung. Und dann kriegen wir das jetzt hin. Let's go. Okay. Los. Hoch. Nee. Kann ich jetzt schon vergessen. Mann, der hat uns nicht hochgeblasen. Ist okay. Lava habe ich nicht dicht. Nächster Versuch. Ich krieg das hin, Mann. Und nebenbei 10 Rubine, das ist mir egal. Egal, das ist mir total egal. Ich krieg das hin. So, Wind. Wind stimmt, okay. Wind stimmt. Omi Suppe. Here we go. Komm, wir haben jetzt einen Schluck Omi Suppe getrunken. Jetzt kann doch nichts schief gehen. Hätte ich eigentlich trinken brauchen? Hätte ich nicht, ne? Ah, schade. Here we go. Okay, so, jetzt muss ich den hier genau treffen. Der muss jetzt genau sitzen. Der muss jetzt genau sitzen, du. Hilf uns! Nice, aber ich glaube, das war nicht gut getroffen. Bei uns geht jetzt eher die Magie aus, bevor uns der Sturm hilft. Und der hat uns nicht mehr geholfen, der Sturm. Wow. Cool, jetzt sitze ich da. Oh nein! Mann! Mal wieder bei 200, ne? 209. Ich muss alle Wirbelstürme treffen. Wenn ich die Wirbelstürme nicht treffe, dann kann ich das vergessen. Ich muss die Wirbelstürme treffen. Nochmal. Füllt sich unsere Magie... Ja, okay, guck mal, die Magie füllt sich sogar auf. Aber nicht mal ganz. Die füllt sich nicht mal ganz auf. Was ist das denn für eine Verarschung? Ah doch, die füllt sich ganz auf. Ich habe nichts gesagt. Das heißt, ich brauche nicht mal Omi-Suppe. Ich kann das jedes Mal aufs Neue versuchen. Okay, normal. Scheiße, kann ich wieder vergessen. Mann, diese Wirbelstürme, die haben voll die komische Flugkurve, ohne Witz. Die haben voll die komische Kurve, die gehen halt so. Und dann auf einmal, whoop, Rechtswendung. Ohne Sinn, das ergibt null Sinn. Ah, leck mich am Ocker. Was mache ich denn falsch? Ich muss mir eigentlich nur die Bahn von denen angucken, dann passt das, oder? Wenn ich dann Höhe verliere, soll ich in diese Stürme rein? Ja, du. Erzähl mir was Neues. Beziehungsweise etwas, was ich noch nicht weiß.
Guck mal, das ist eigentlich voll easy. Ich muss mir jetzt nochmal die Kurve von dir nachgucken. Geht er nach oben? Der geht so dreieckig, ne? Der geht halt einfach die ganze Zeit von links nach rechts, der nächste. Muss mit dem jetzt halt so ein bisschen links halten. Okay, jetzt geht er da, aber ich folge dem nicht. Perfekt. So, und der kommt wieder so in der Mitte. Ich muss ihn hier in der Mitte treffen. Ah, ich habe ihn nicht getroffen. Oh. Nee, ich schaffe das wieder nicht. Woran liegt denn das, dass ich es diesmal nicht geschafft habe, oder? Oder? Oh oh. Nein! Was? Nein! 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 Das sind jetzt nicht 255, oder? Oh, du Scheiße! Oh Gott! Was? Alter, das kann doch nicht wirklich euer Ernst sein. Wegen drei. I don't want to. No. Just no. Just no. Ich kann dazu nichts sagen. Ich will dazu eigentlich sogar nichts sagen, weil. Das war schon jetzt gerade wirklich so ein kleines Armutszeugnis. Push mich! Wow, ich war jetzt schneller als der. Ich war das erste Mal überhaupt schneller als der. Ja, ich war schneller als der. Wegen drei verkackten Metern. Ja, wegen drei Metern. Sagt er mir nein? Nein. Nein, Leute, ich kann dazu nichts sagen. Ich kann dazu gerade wirklich nichts sagen. Das tut mir in meinem Herzen weh. Ich versuch's noch einmal. Danach gebe ich erstmal auf. Und mach das dann wahrscheinlich offscreen. Oder? Ich schaff das. Okay. Der ist auf jeden Fall ultra wichtig, der hier. Nice. Haben wir bekommen. Auch wenn es, glaube ich, nicht so erfolgreich war. Ich glaube, ich schaffe das wieder nicht, oder? Oh, das muss ich jetzt eigentlich schaffen. Das Einzige, was ich jetzt noch aufhalten kann, ist... Ich schaffe es wieder nicht, oder? Geschafft? Nein. Nein! Das ist ein Meter! Nein! Das kann doch nicht sein! Alter! Nein! Das kann doch nicht sein! Du hast den Bogen raus! Halt dein Maul und gib mir das Herzteil! Oh Gott! Ein Meter, Leute! Ein Meter! Du kleiner Peter, ey! Wow! Einfach nur wow! Und ja, ich bin gerade den Tränen nah, weil das einfach gemein ist, dieses Spiel. Push mich! Nice! Bringt das eigentlich was, wenn ich das mache? Ich habe das Gefühl, das bringt was. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das... Nein! Yes! 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 Jawohl!
im Ziel! Herzlichen Glückwunsch! Die Flugweite betrug soeben 258, wow. Wirklich inspirierend, solche überragende Flugfähigkeiten demonstriert zu bekommen. Weißt du was? Gib mir mein Herzteil und sei ruhig. Ja, ich habe den Rekord deines Bruders gebrochen. Du hast wirklich erzeugt dazu, ein vorbildlicher Orni zu werden. Der Ex-Champion oben stimmt mir da übrigens voll und ganz zu. Jedenfalls steht dir nur als neuer Champion des Pokémon-Weltstreits erstmal ein großartiger Preis zu. Ein Herzteil, super. Zwei dahin, noch zwei im Sinn. Und damit ist es, glaube ich, ein richtig guter Zeitpunkt, den Part heute zu beenden, Leute. Wenn euch die Episode gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Däumchen nach oben ist immer wieder gerne gesehen. Und Leute, wo kriege ich meine zwei letzten Herzteile? Habt ihr irgendwas im Kopf, was ich vergessen habe? Jetzt ist euer Zeitpunkt zu glänzen, ja? Shine like a star, Kappa. Und ansonsten, Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns zur nächsten Episode nächste Woche Montag wieder. Und nächste Woche Montag ist die letzte Wind Waker-Woche. Freitag geht's dann nämlich wahrscheinlich los mit Twilight Princess. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig und ciao, euer Regi.